Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Steve und ich sehe, da kommt gerade eine Wache. Oh, das ist aber ja nicht gut. Das ist mal gar nicht gut. Oha. Der geht hier tatsächlich lang. Oh nein, oh nein, oh nein. So, zack, mein Freund. Entschuldige, aber das, mir blieb jetzt keine andere Wahl. Nee. Halt. Den müssen wir mitnehmen. Was heißt mitnehmen? Wisst ihr was? Den legen wir jetzt hier einfach mal, falls noch jemand langkommt, hier rein und hoffen mal, dass er nicht direkt gesehen wird. So. Was ich mir schwerlich vorstellen kann in dieser engen Gasse. So. Nichtsdestotrotz müssen wir... Ach, guck mal. Da geht's runter. Ja. Und da unten müssen wir tatsächlich auch hin. Die Nacht ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens aus der Sugar Lane. Ja, das hört sich ja prickelnd an. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Mädels nicht so verkehrt sind, dann ist es ja auch noch in Ordnung. Da müssen wir irgendwie rein. Oh, liebe Leute, wie soll man das machen? Da oben geht's, glaube ich, rein, oder? Oha. Da stelle ich mich gerade selber vor ein paar Probleme. Da müssen wir irgendwie lang. Wir sind schon mal... Wenn wir vielleicht da vorne lang laufen. Also wisst ihr, hier so lang irgendwo, dass wir da rüberkommen. Andererseits, da war doch ein Eingang, oder? Ich muss nochmal zurücklaufen. Da muss doch irgendwo ein Eingang sein. Jetzt laufen wir mal ein bisschen schneller. Irgendwo muss hier ein Eingang sein. So. Ne, genau die andere Seite lang. Das ist seltsam. Hier ist der Eingang, oder? Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Hier ist ein Eingang. So, und tatsächlich, ich glaube, wir sind schon mal richtig. Neues Dokument. Brief von Pollys Verehrer. Meine geliebte Polly, wir dürfen nicht länger getrennt sein. Deine Stimme und dein sanfter Duft haben mich umgarnt. Wenn ich bei dir bin, winken mir die sommerlichen Küsten wie nie zuvor und Träume von goldenem Sonnenlicht erhellen jeden wachen Moment. Bitte sag, dass du mein sein wirst, mein allein. Dein hingebungsvollster, freier Reginald. Oha, die Polly war also wahrscheinlich eine Hure. Und das meine ich jetzt hier nicht im schlimmen Sinne, sondern eigentlich eine Frau, die sich für Geld anbietet, ne? Ihr kennt das ja. Und, offenbar ist der Reginald jemand, der sich in sie verliebt hat. Ob das letzten Endes gut gegangen ist oder gut geht, ja, ich wage es zu bezweifeln. Weil letzten Endes, ich meine, die Frauen, hallo, die bieten sich für Geld an, ja. Und das Problem dabei ist, wenn natürlich sich dann ein Freier in sie verliebt, ja, dann kann es natürlich passieren, dass es zu dramatischen Dingen kommt, wenn nicht gar zu Tragödien. So, was haben wir hier? Gib mal her. Ein Füller. So, und hier 5 tiefer. 5 tiefer. Jetzt ist die Frage, ist hier noch irgendwas drin? Ich schalte mal gerade den Sinn an. Denn irgendwie... Ist hier da gar nichts weiter, ne? Das ist jetzt mein Problem. Ich weiß wieder nicht, wo es lang geht. Klettern. Vor allem weiß ich nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier runterspringen. Offenbar müssen wir nämlich hier runter. Ich speichere eben mal. Zack. So, dann zerlädt ich und dann schauen wir eben auf die Karte nochmal. Ja, geradeaus. Geradeaus. Und dann muss das da irgendwo sein. Da unten. Es stellt sich die Frage. Es stellt sich die Frage, wo es lang geht. War ein Glückspilz. Ich dachte, hier wäre der Eingang dazu, aber offenbar ist er das nämlich nicht. So richtig gut umgucken, ist hier noch irgendwas. Ich glaube, da bringen auch die Diebessinne nicht. Wir versuchen es einfach mal. Ich meine, zur Not. Oh nein, oh nein. Okay. Okay, seht ihr mal? Ja, den letzten Speicherpunkt laden. Ja, jetzt habe ich den Freitod gewählt. Es war ein Versuch wert, Leute. Ja, seht es mal nicht ganz so eng. Ich hoffe, ihr seht es nicht so eng.
letzten Endes sind wir wieder hier und letzten Endes ist die Frage, Seile ist sicher jetzt erst, ne? Eine dunkle Lady? So im SM-Bereich? Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz ist das Ding immer noch da unten und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. So, hier ist das immer noch. Ich hoffe nur, dass die Wache jetzt nicht wieder auftaucht. Das heißt, irgendwie müssen wir da unten lang kommen. Irgendwie, vielleicht kommen wir da drüben noch ran. Warte mal, hier geht's noch runter. Ich glaube, da unten ging es ja dieses eine Bordell, oder? Täusche ich mich da gerade? Da, wo wir mal drinne waren von Babards. Ja, ist mittlerweile schon ein bisschen her, aber... So, und hier entfernen wir uns eigentlich auch mal wieder, ne, davon. Ich glaube, hier entfernen wir uns auch nur davon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Da können wir jetzt natürlich gucken, dass wir da drüben irgendwie rankommen. Und seht mal da, da ist tatsächlich ein Seilpfeil. Oha. So, bevor wir jetzt da runter gehen, erst einmal wappnen und dann ab in Deckung. Wir sind im Dunkeln verborgen, hoffe ich mal. Wobei, wir könnten natürlich jetzt auch... Wenn der jetzt wieder da vorne langläuft, Leute, ich will mal was probieren. Wenn ich den von... Vielleicht kriege ich ihn ja von oben erwischt, irgendwie. Der geradeaus muss mal rein. Zack. Okay, alles klar. Das funktioniert. Ob das jetzt so schlau war, ich wage zu bezweifeln, aber wir springen jetzt einfach mal hier hoch und gehen mal hier lang. So, was haben wir denn hier? So, mal kurz die Sinne anschmeißen. Das, das, das. Okay, scheint keine Falle hier irgendwo zu sein. Ja, Mond nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir auch alles mit. So, das Licht können wir natürlich nicht ausmachen. Ja, und tatsächlich lebt die Polly auf jeden Fall noch. So, hier geht's nicht weiter. Okay, schade. So, hier ist auch nichts weiter, oder? Zumindest sehe ich mal nicht irgendwas, was darauf hinweist, dass es noch was geben könnte. So wie so ein Versteck oder sowas. So, und... Schaut mal, da oben waren wir drin. Da unten müssen wir rein. Und guckt mal. Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Das heißt, den Weg gerade mal wieder zurücklaufen. Okay, das machen wir jetzt direkt. Moment. Einmal hinunter. Zack, und wieder da hoch. Naja, was heißt, ist nicht euer Ernst. Immerhin, ich bin jetzt doch selber schuld, ne, wenn ich hier einfach mal so unverfroren den Weg nicht finde. So, jetzt muss ich... Wo bin ich denn hergekommen? Wir sind hier lang, hier lang. Da ist er mal hoch. Genau, dann müssen wir hier vorne wieder lang. Okay, zack. Wieder hier durch. Und schon sind wir praktischerweise. Zack, hier. Holen den Pfeil raus. Und dann können wir nämlich von dort aus da lang klettern. Das schauen wir einer an. Dass es doch funktionieren kann, das sehen wir dann. So. Nichtsdestotrotz, noch einmal schnell gespeichert. Nicht, dass ich dann versehentlich doch nochmal irgendwie mich selber umbringe. Ich kenne mich ja. Ich kenne mich ja und ihr mittlerweile denkt Little Lucy. Riverside kümmert sich um Design, bis es etwas will. Dann gibt's keine Regeln mehr. Okay, das ist also Little Lucy. Little Lucy ist, ja, war einmal, kann man schon sagen. Wir schauen uns erstmal hier um, was es Schönes zu finden gibt alles. Und dann... Zock, den nehmen wir mit. Und dann nehmen wir mal den Brief hier. So, vorher nochmal die Sinne angeschmissen, ob hier noch irgendwas ist. Okay, warum geht das dann direkt immer wieder aus? Ich weiß es nicht. Oder habe ich... Moment. Alles klar, deswegen.
Weil ich natürlich... ja. Ja. Ich musste Mond futtern, damit es länger bleibt. Alles klar. Das ist natürlich, ja, schlau von mir, da nicht immer nachzuschauen. Muss ich mir auch merken. So, mal gucken. Wenn das ein Südviertelmädchen war, ist sie nicht weit gekommen. Okay, so viel dazu. So, der Brief von Little Lucy, den lässt man auch direkt. Wo ist er? Letzter Brief der kleinen Lucy. Nadine will mich abmurksen, ganz sicher. Sie sieht mich immer so an und starrt auf die Halskette, die Komfort mir geliehen hat. Du musst mir eine Klinge verkaufen, Trev. Ich muss mir Nadine vom Hals schaffen, bitte. LL. Darunter steht eine Antwort. Keine Chance, die letzte Dogschwalbe, der ich ein Messer verkauft habe, wurde später damit getötet. Du musst das alleine hinkriegen, Trev. Alles klar. So viel dazu. Dann schauen wir mal, das müsste jetzt aktualisiert worden sein. So, Little Lucy und lade sie zum... uns zum Essen ein. Letzter Brief von Lucy. Ja, den haben wir jetzt gelesen. Und jetzt kann man ja natürlich da nicht weitermachen. Oder? Und sie wird die Halskette noch haben. Ja. Okay, das heißt, wir müssen doch zu Polly, oder was? Okay, jetzt hat es das Ziel aktualisiert, glaube ich. So, einer von Komforts Schützlingen hat sich vor einer Weile eine Halskette von ihr geliehen. Komfort trägt niemandem etwas nach, aber sie hat ihre Glitzersachen lieber dort, wo sie sie sehen kann. Geh nach Skin Market, finde Little... Achso, und lade sie zum Essen ein. Okay. Mein Fehler, Leute. Dann müssen wir natürlich jetzt wieder da hoch und schauen, dass wir die Polly auftreiben irgendwie. So, da geht's wieder rein. Mal eben das wieder ausgepackt und geschaut, dass wir uns da nicht erwischen lassen. Jetzt mal eben auf die Karte geschaut. Wir müssen irgendwie da rein. Das ist da oben. Moment, da kommen wir wahrscheinlich von oben irgendwie ran. Die Frage ist jetzt nur, wo kommen wir hoch? Wahrscheinlich hier vorne irgendwo. So, hier ist niemand aktuell, oder? Nein, hier ist niemand. Okay. Dann gehen wir natürlich hier hoch und... schauen mal. Ne, ich will überspringen. Danke. Und jetzt müssen wir da rein. Tatsächlich. So, okay. Dann gehen wir hier rein. Ja, mach mal auf, Garrett. Okay, was ist denn hier? Das hört sich ja jetzt nicht gerade so berauschend an. Oha. Wurde die etwa auch verletzt? Oha. Moment. Erst einmal. Komforts Halskette. Jetzt wird sie beim Lächeln wieder Zähne zeigen. Alles klar. Einer Königin würdig haben wir erledigt. Wir speichern eben und dann gucken wir mal, ob wir der Dame hier irgendwie noch helfen können. So, junge Dame. Oha. Der ist tot. Und sie holt sich natürlich jetzt die Augen aus. Oh Gott, das sind immer so Momente, wo ich denke, Mensch, warum kannst du denen denn nicht helfen? Klar, wir sind nur ein Team, aber letzten Endes kann man doch eigentlich schon ein bisschen, ja, höflich sein, was das angeht zumindest. So, hier scheint es überall nichts mehr zu geben. Dann gehen wir hier wieder raus. Die Halskette haben wir jedenfalls. Und dann mal schauen, was wir als nächstes machen. Gut, mal eben hier reinschauen. Ziele. So, was haben wir da noch? Moment, das ist da vorne. Gesichtswahrung. Haiköter. Dann machen wir als nächstes den Haiköter. Okay, in die Richtung. In die Richtung. Karte ansehen. Man braucht man eigentlich gar nicht. Da kann man eigentlich hier vorne schön langlaufen. Geradeaus. Und dann auf der linken Seite. So, ich denke mal, das kriegen wir hin. Einmal hier rüber. Und dann kommen wir nämlich hier oben lang. Denke ich mal. So, einmal rüber. Danke. Ach, Garrett. Manchmal bist du einfach nur ein Schatz. Ach so, ja. Ist hier noch was drin? Ja, oh, schön. Seht ihr mal. Oh, Inventar voll, Inventar voll. Zack, da ist nichts weiter. Der auch nicht. Und hier ist offenbar auch nichts. So, zack, wieder aus. Die Dame lebt Gott sei Dank noch. Und wir müssen hier runter. Ja, bleibt ja keine andere Wahl. Okay, wir müssen irgendwie dann auf der Seite wahrscheinlich nach oben kommen. Eben ein wenig verdeckt halten. So, da müssen wir hoch. Und hier kann man hoch.
Dann machen wir das doch. So, und seht mal, ich glaube, ich habe hier sogar... Nee, Moment, Moment, Moment. Da müssen wir rein, das heißt, da müssen wir rüber. Seil ergreifen, genau. Da können wir hoch. Och, das ist ja praktisch, Mensch. Dann waren wir hier schon mal drin, kann das sein? So, dann gehen wir hier eben noch schnell rein. So, einmal aufmachen, bitte. Einmal aufmachen. Danke, Carriage. So, zack, das Ding ist offen. Levesque's Laden. So wie das Geld in dieser Stadt kursiert, habe ich diese Münzen bestimmt schon 10-mal geklaut. Okay, da ist eine Falle. Gut, dann schauen wir das eben hier. Müssen wir eins tiefer, oder was? Nee, ich weiß es nicht. Das werden wir gleich feststellen. So. Nichtsdestotrotz, wir schleichen mal. Und vor allem speichern wir mal jetzt erst einmal. Ja, da müssen wir wahrscheinlich runter, oder? Zack, okay. Und vor allen Dingen müssen wir mal gucken, dass wir hier die Fallen entschärft kriegen. Aber wo? Wo? Wo guck mal die? Aha. Aha. Das heißt, die Fallen müssen wir erstmal irgendwie entschärfen. Die Frage ist jetzt nur, wie? Vielleicht da drin irgendwo. Zack, 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 zack. Und das geht tatsächlich da drüben rein. Oha. Okay, da müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht irgendwie aufkriegen, die Tür. Oder von der anderen Seite erstmal rankommen. Weil sonst töte ich mich, glaube ich, selber. Was ihr ja nicht sehen wollt. Naja, vielleicht wollt ihr es ja schon sehen, aber ich bin ja mal ganz ehrlich. Wenn ich es vermeiden kann, dann möchte ich nicht unbedingt sterben. So, zack, spielen. Hier scheint es wohl nichts weiter zu geben. Oder? Nein, hier scheint es tatsächlich nichts weiter zu geben. Außer die eine böse Falle da. Wo wir nicht rankommen. Na, klasse. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Leute, das ist nicht hilfreich. Nein. Wenn ich mich jetzt... Moment mal. Guckt mal der mal einer an. Was ist das denn? Wenn ich da vielleicht... oh, hoppla. Moment. Also Knöpfchen. Der vielleicht mit dem Pfeil drauf. Dann bringt das nichts. Oha. Das bringt mal rein gar nichts. So. Also. Da habe ich mir selber Gesundheit abgezogen. Das Ding ist egal. Weil. Oder? Ja, ich glaube, das Ding ist egal, aber das nicht. Das heißt, da müssen wir irgendwie. Da drüben noch reinkommen, irgendwie. Moment, was ist denn da? Was haben wir denn da? Und schau mal einer an. Ich glaube, die sind jetzt... hallo? Okay, wisst ihr was, Leute? Wir haben ja gespeichert. Ich guck einfach mal hier. Ja, und tatsächlich einmal tot. Ja, den letzten Speicherpunkt laden. Danke. Oh, je mini. Heißt nichts Gutes. Das heißt, wir müssen uns da nochmal richtig umschauen. Oha, wo hab ich denn... Nee, ich dachte schon. Ich dachte schon. Oh je. Dad wäre es jetzt noch gewesen. Das heißt, wir müssen irgendwo anders langkommen. Und erst einmal, entsprechend... Ja, komm mal her, danke. Und dann erstmal entsprechend. So, Moment. So, aber warum jetzt? Denn letzten Endes. Die Waffe, sag ich schon, die Falle mich trotzdem getroffen hat. Das wundert mich so ein bisschen. Weil eigentlich. Oh,
dann ging da nur die Tür auf. So. Sieh mal einer an. Ja, Leute, ich tue gerade ein bisschen überziehen. Ich merke jetzt schon, aber... So, zack. Die dürften jetzt entschärft sein. Das nehmen wir mal mit. Halt. Oh Gott, das überziehe ich aber wirklich ein bisschen länger. Aber wisst ihr was? Das Zeug holen wir uns noch. Levaks Schuldenverzeichnis. Levaks Schuldenverzeichnis. Molkittrick, 1 Gold schuldig. E. Rothschild, 32 Gold schuldig. Bertie J. Schulden beglichen. Mothbots Malloy, 4 Gold schuldig. Thomas Winder, Schulden beglichen. Okay, zumindest mal trägt er ein, dass er die Schulden beglichen sind. Also nehme ich mal an, dann geht das schon mit rechten Dingen, so halbwegs zumindest zu. Es ist ja nie schön, wenn jemand Schulden hat. Und oftmals könnte man hier dann ja auch unterstellen, hier wird quasi mit zweierlei Maß gemessen, beziehungsweise hier wird abgezockt. So, hier haben wir nichts weiter. Und bevor wir jetzt uns da draufstellen, speichern wir direkt mal. Ja, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Halleluja. So, zack, einmal. So, ne, da ist es. Da ist es und Nummer auf. Da. Zack. Einmal aufmachen, bitte. So. Ich bin hier fertig. Ja. Genau wie Eddies Laden. Er wird bald auf dem Fluss abhauen. In einem Boot oder darunter. Sehr schön. Haiköder ist erledigt. Geile Sache, Leute. Das sind einmal zwei Quests quasi in ein und der gleichen Folge, glaube ich. Ja, müsste so passen. Und dann passt das alles, Leute. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ich hoffe, euch hat jetzt auch gefallen, dass ich mal wirklich ein bisschen mehr erledigt gekriegt habe als sonst immer. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Abonniert euch meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Thief. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.